Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry 4. Ja, jetzt machen wir hier wieder mal eine Nebenmission zur Jagdkontrolle. Ich bin auch gerade schon unterwegs. Die Mission ist nämlich dort, wo wir gestern waren, bei der Arena. Weil ich kämpfe auch nochmal in der Arena, weil, ja, ist er direkt dort? Müssen wir mal gucken, jetzt gleich. Ja, wir dort sind. Ich hätte irgendwie auch Lust, dass mir vielleicht noch ein Gegner entgegenkommt, so ein kleines bisschen. Ja, ich sage es oder passiert es. Okay. Dankeschön, Spiel. Also, auf jeden Fall nett. Sehr schön. Und da war er weg. So. Da fühle ich mich doch schon gleich frischer. So, wie weit ist es noch? Ja, 600 noch was Meter. Ich würde sagen, die nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Und mach keinen Cut, weil jetzt in den letzten zwei Folgen habe ich ja etwas mehr geschnitten und so, aber ich will halt auch, ich sag mal so, die Atmosphäre jetzt hier mit diesen ganzen Laufwegen und so halt nicht alles wegschneiden, weil das wäre halt dann auch wieder ein bisschen blöd. Deshalb lasse ich das jetzt heute mal wieder drinne. Bei einigen ist es ja aufgefallen, ich hatte einen anderen Schneidestil in meinen letzten zwei Videos jetzt. Und hallo. So. Sehr schön. Ja. Ich hätte irgendwie mal Lust auf einen richtigen Kampf gerade. Irgendwie haben die ja gar keine Chance gegen meinen Granatwerfer. Note, was soll man auch machen gegen den Granatwerfer? Das ist ja sowieso meine Meinung. Der Granatwerfer, also wer Far Cry jetzt nochmal spielt, Far Cry 4, ich würde wirklich diesen Granatwerfer immer als Seitenwaffe empfehlen. Der ist einfach so gut. Also immer wieder praktisch, sage ich mal so. Kannst du einfach jedes Mal gebrauchen. Als im Kampf, aber auch so bei so einem Fahrzeugkampf oder so. Du kannst das einfach immer gebrauchen. So. Stecken wir mal ab. Das war jetzt zwar nicht die schlauste Idee von mir, aber ja, passt doch so. So, hallo, 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 hallo. Ne, wir machen jetzt mal einen Arena-Kampf, würde ich sagen, Leute, oder? Willst in die Arena Frischfleisch? Fall nicht in meinen Ausschnitt. Kannst du kämpfen. Okay. Endlos Kämpfe. Okay. Ja, machen wir sowas mit Kämpfe. Kämpfe? Kämpfe? Wir machen einen kleinen Kämpfe. Ja. Kämpfe. Mal gucken. Mal gucken, ob wir am Leben bleiben. Okay. Ich bin bereit. Oh shit. Oh mein Gott. Lalalala. So. Etwas Deckung hier haben wir. Wow. So, kommt schon. So. Kommt schon. Weiter, weiter, weiter. So. Bam. Jetzt hier am Schluss kümmern wir uns um die Hunde, würde ich sagen. So. Sehr schön. Sehr schön gemacht auf jeden Fall jetzt hier von mir. So. Boah, shit. Ey, hopp. Was zur Hölle? Mit einem Schlag hat er uns ausgenockt, Leute. Habt ihr das gesehen? Also, das will ich nochmal neu probieren. Also, ja. Ich würde sogar sagen, wir wurden beschossen und gleichzeitig, ja, weggeschlagen. Komm schon. Ich glaube, ich sollte einfach die AK nehmen, wenn wir die Chance haben. Ich wollte halt erstmal den Revolver leer schießen, aber ich glaube, das ist halt nicht so praktisch, weil ich halt auch nicht so gut mit dem klarkomme. Jedenfalls jetzt hier in der Arena. Wenn ich jetzt schleichen könnte und dann den Revolver benutzen könnte, dann wäre es viel besser. So. Bam. Sehr schön. So. Wo? Aber Revolver machen wir schon in der ersten Runde noch, würde ich sagen. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Du schießt mitten in
Boah, das ist das, was ich meine. Die scheiß Hunde und so beschießen einen hier noch nebenbei. Das ist so ein bisschen das Problem hier. In dieser Arena. Also du wirst beschossen und dann kommt die Hunde noch und alles. Ah, das ist schon ein bisschen risky, muss ich sagen. So, komm her. Ey, warum stirbst du nicht? So. So, nächster. Ne, wir schaffen das absolut nicht mit Revolver, Leute. Also, da haben wir absolut meine Probleme, glaube ich. So. Sehr schön. So. Komm schon. Ey, nein, ich wollte rein. Komm schon. So. Wir rennen jetzt mal hier lang. Die Waffe hier könnte ganz praktisch sein. So. Sehr schön. Wow. Jawohl, es hat geklappt. So, Spritze rein. Oh ho, was kommt denn jetzt? Okay. Ich bin bereit. Wieder mal. So, Granate rein. Jawohl. Oh, das hat schöne Explosion hier gemacht. Hey, wo ist der? Ich sehe ihn gerade nicht. Ah, okay, tot. Sehr schön. Jawohl. Hier ist euer Gott wieder. Schaut mich an. Sehr schön gemacht auf jeden Fall jetzt hier. Ja. Ja, nett. Auf jeden Fall ein ganz nettes kleines Spielchen mal hier so. Kann man auf jeden Fall mal machen. Vielleicht machen wir das auch nochmal. Müssen wir mal gucken, Leute. Endlos-Modus, okay. Das habe ich jetzt erst gerade eben gelesen. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal die Hauptnebenmission, wegen der wir hierher gekommen sind, würde ich jetzt sagen. So. So, seine Nebenmission machen wir gleich, aber erstmal kurz aufstocken. Verkaufen haben wir keine Wertsachen und sonst Körperpanzer. So, würde ich sagen, gehen wir mal los. Wir müssen in die Richtung. Gut, dann machen wir hier lang. Dort hinten müsste ja noch unser Fahrzeug eventuell stehen, wenn es nicht weg ist. Ja, wenn es nicht weg ist. Okay, dann joggen wir mal etwas hier durch die Spielwelt. Kann man ja auch mal machen. Ich denke, so lange wird es jetzt nicht dauern, bis hier ein Fahrzeug uns entgegenkommt. So. Erreiche das Jagdrevier und rüste dich aus. Ah, da höre ich doch schon ein Fahrzeug. Granatwerfer mal bereit machen. Weil dann darf ich halt das Fahrzeug bloß nicht komplett sprengen. Und was nur einmal leicht anhitten, dann können wir es ja noch reparieren. Ah ne, das ist eh das Jagdrevier. Okay, dann passt das ja jetzt hier sehr gut eigentlich. Wenn das Jagdrevier schon hier ist, ich dachte eigentlich, das wäre vielleicht weiter oben oder so. Ne, passt. So, was haben wir hier als Auswahl? Was müssen wir nehmen? Keine spezielle Waffe, die wir diesmal nehmen müssen. Okay, hier liegt keine Waffe. Ja, das heißt, wir können nehmen, was wir wollen, wie es aussieht. Hoffe ich jetzt einfach, aber hier steht ja hier nichts. Da steht ja nur von der die Rothornplage in der Gegend. Von daher. So. Hallo, meine kleinen Männer. Was seid ihr, Rothündchen? Hallo? Wo seid ihr? Ah, dort sind sie ja. Komm schon, Leute. Ja. Go! Oh, shit, das war.
nice so aus. Na, meine Freunde. So. Sehr schön. Komm her. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Gehen wir mal hier oben entlang. So. Rothündchen. Hallo? Oh, da hinten haben wir sie ja. Ich hab da mal einen Molotow-Cocktail. Ihr auch. Und ihr. Oh, da rennen sie alle weg. Nein, da brennt der Hund. Nein! Nächsten bitte. So, wo sind eure restlichen? So. Ich warte noch. Lalalala. Ah, da oben. Hallo? Nein, rennt doch nicht weg. Ich bin doch ein Netter. So, sehr schön. Das sind die restlichen. Bumpy. Wer ist Bumpy? Ich weiß es nicht. So. Rein damit in die Beuteltasche. Und rein damit in die Beuteltasche. So. Gucken wir mal ganz kurz auf die Map. Ah ne, ich höre doch hier was zu schießen. Das hier welche schießen. So. Das heißt ein Karma-Eck. Das ist ja irgendwo. Da wollen wir uns mal da ein bisschen mit einmischen. Wenn wir das noch rechtzeitig schaffen, weil könnten wir uns ein paar Karma-Punkte holen. So, komm her. Bam. Sehr schön. Nein. Aber okay, zwei Leben noch. Sehr gut. Karma-Ereignis abgeschlossen. Okay, das freut mich auf jeden Fall. So, hier haben wir noch Außenpostenmeister. Das sollte ich auch nochmal machen wollen. Ich glaube, das müssen wir auch nochmal machen. Es sei denn, wir gehen ins nächste Gebiet, aber dafür müsste ich erst mit der Story noch mehr weitermachen. Und das machen wir erst in der nächsten Folge wieder. Weil ich würde gerne alle Nebenmissionen eigentlich abhaken hier. Und damit wir halt einen Skillpunkt freischalten, ich guck mal ganz kurz. Müssen wir das noch machen? Wo ist es? Ja, irgendwo war das jedenfalls hier. Dass wir noch so, ja, hier Außenposten, ohne entdeckt zu werden. Na, da war's. So, und das machen wir jetzt. Da machen wir Außenpostenmeister. Ich glaube, das war nämlich so ein Modus. Da kannst du dann die gleiche Base nochmal erobern. Und das machen wir halt dann schön im Stealth, ohne einmal entdeckt zu werden. So, kurz Spritze rein. Und wenn wir es nicht schaffen, macht es auch nichts. So. Die Frage ist halt, ist der Außenposten schwer? Wenn er halt schwer ist, dann haben wir halt ein Problem. Nicht, dass eben dort ein Chuckanock oder so steht, also so ein schwer gepanzerter. Also, das finde ich, glaube ich, gar nicht so gut, muss ich sagen. Aber wir wollten es einfach mal probieren, würde ich sagen. Und die Aussicht hier oben sieht immer phänomenal aus, muss ich echt mal so sagen. Sieht schon ganz cool aus. So, dort haben wir ja den Außenposten. So. Landung wird eingeleitet. Sehr schön. So, dann machen wir das Außenpostenmeister. Wo ist es? Ja. So. Akzeptieren. Sehr schön. Dann machen wir das jetzt einmal. Mal sehen, ob wir Stealth hinkriegen. Wenn nicht, wie gesagt, macht es halt auch nichts. Aber ich würde gerne den Fähigkeitspunkt jetzt schon freischalten wollen, muss ich sagen. So. Okay. Dann wollen wir mal ran. So, dort sind welche. Wir laufen erstmal langsam hier unten einmal ganz kurz ein bisschen lang. Markieren jeden, damit wir auch dann wirklich alles wissen, Leute. Am wichtigsten wäre halt erstmal den dort oben ausschalten und hoffen, dass er ja nicht nach unten fliegt zu seinen Kollegen. Das wäre halt so eine Sache.
Hier müssen wir die auseinanderbringen irgendwie. Kommt schon, wir probieren's. Nein. So, kommt schon. Wir probieren's jetzt sicher. Nein! Oh! Boah, ich war gerade zu Concentration. Ich glaube, das scheiß Auto-Aiming hat jetzt gerade drauf gezielt. Das sah nämlich so richtig komisch gerade aus. Das muss ich unbedingt mal hier noch ausmachen. Das ist ja bei manchmal noch an. So. Okay, dann probieren wir das einfach nochmal. Das macht irgendwie auch Laune. So, jetzt können wir ja wieder mal was wegsprengen. C4 ist bereit. Wir kommen von der Straße. Okay, von der Straße kommen sie. Oh, da hinten haben wir sie ja. So, kommt schon. Sehr schön. Uiuiuiui. Also, Außenpostenmeister auf jeden Fall. War auf jeden Fall ganz nett gemacht jetzt hier von mir. Auch wenn wir es nicht schön leise hingekriegt haben, wir können es auch nochmal probieren. Und wie gesagt, dann in der nächsten Folge machen wir die Story weiter. Aber jetzt würde ich erstmal gerne den Skillpunkt und so freischalten, damit wir dann schön fett ausgerüstet und alles ins nächste Gebiet dann auch gehen können. Weil das ist nämlich dann doch gleich so weit, wenn wir mit der Story jetzt weitermachen. Und warum ist mein Pfeil unsichtbar? Spiel. Einmal testen. Ist der Pfeil wieder da? Ja, okay. Der unsichtbare Pfeil. Ich habe es immer gewusst, ihn gibt's. So, dann machen wir hier lang, dort hinten waren jetzt welche. So, wir rennen jetzt mal außen entlang hier. Ja. Wir gucken mal hier links jetzt, ob wir von dort aus noch irgendwo was sehen. Was, warum, Eger? Das kann doch nicht sein, Leute. Jedes Mal kommt irgendwo her noch einer. Es stört irgendwie gerade ein bisschen. Hey, renn ich weg! So. Kann man hier durchschießen? Ja, kann man. Okay, sehr schön. Scheiß Alarm. Okay, aber dann machen wir jetzt gleich einfach eine normale Nebenmission wieder. So, kommt her. La 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 la. So, boom. So, sehr schön. Das Feuer gerät außer Kontrolle. Was? Nein, das ist doch nicht gut. Also wenn das Feuer außer Kontrolle gerät, da würde ich mir schon ein bisschen Sorgen machen, würde ich meinen. So, dann fahren wir jetzt mal zu der nächsten Nebenmission. So was, so eine Kyrat, Dingsgedöns. Ich weiß gerade nicht genau, wie es leider heißt. So, aber erstmal ganz kurz hier was aufstocken. So, mitnehmen. So, jetzt passt das schon. Übrigens, Leute, es hat sich ja... Haben sich ja einige beschwert wegen der Kisten, weil ich meine, weil ich hier manchmal keine mitnehme. Weil wir laufen jetzt hier manchen entgegen, jetzt zum Beispiel manchen Kisten hier. Oder lassen die einfach stehen, solche Kisten. Da haben sich ja einige drüber beschwert. Die Sache ist die, ich nehme halt nicht immer alle mit, weil wir halt auch volles Geld eigentlich immer haben. Also wir haben ja nie die Geldnot eigentlich bis jetzt gehabt. Und ja, habe ich auch bei Far Cry 3 und so schon gemacht, also... Ja, mache ich nicht. Ich nehme jede Kiste mit. Also das müsste ich ja tausende Male anhalten, so auf einem Weg. Das will ich nicht. Ja, dann machen wir mal los. Ja. So, go.
Warum immer, wenn wir so ein Rennen machen wollen, eigentlich kommt immer so ein scheiß Fahrzeug uns entgegen. Boah, das Ding hier, das ruckelt rum wie sonst was irgendwie. Hat so ein richtig komisches Gefühl, das Ding hier zu fahren, muss ich mal so sagen. Irgendwie richtig seltsam fühlt sich das an, mit dem Ding zu fahren. So. 8 von 30 haben wir schon durchquert. Kommt schon. Ja, also ich würde sagen, wir liegen noch gut in der Zeit, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht genau, ob wir das... Ja, eigentlich schon fast. Beste Zeit werden wir natürlich nicht schaffen. Muss ich auch wieder so dazu sagen. So. Schön hier lang. Ne, ich glaube, wir schaffen es sogar vielleicht gar nicht, hier irgendwie eine gute Zeit zu haben. Nein. Boah, warum bin ich eigentlich immer in solchen Rennsachen richtig schlecht? In jedem Spiel, ob es GTA ist, ob es das oder das ist. Ich bin jedes Mal bei sowas schlechter, bei solchen Rennen hier. Ich kenne so viele Rennspiele, wo mir das schon passiert ist, dass es so endet hier. Dass ich am Ende oder so irgendwo noch dagegen fahre. So, okay, wir haben es geschafft auf jeden Fall. Ganz nice jetzt, sehr schön. Ja, schicke Musik hier. Höre ich jede Nacht, muss ich sagen. Also, ja, Schlafmusik ist es auf jeden Fall hier. Ja, auf jeden Fall gediegen mit dem Nigen. So. Jetzt müssen wir ja hier einen neuen Skillpunkt freigeschaltet haben. Fahrzeug-Takedown, sehr schön. Und Ketten-Takedown, jawoll. Jetzt haben wir das endlich, Ketten-Takedown. Das war was, auf was habe ich mich sehr drauf gefreut. Wie das jetzt funktioniert, das weiß ich so ehrlich gesagt auch noch nicht. So, wir machen mal noch dort hinten. Das ist nämlich einmal so eine komische Mühle, an der wir drehen müssen. Dann noch so ein Propaganda-Poster, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Reißen wir mal noch ganz fix dorthin. So, Fahrzeug wäre auch ganz nett jetzt eigentlich hier. Aber wir müssen ja hier über die Berge drüber, okay? Ja, ansteigende Reise. Was? Okay. Die wollen den Außenposten zurückerobern. Okay, wie viel Pech kann das jetzt eigentlich sein, dass sie jetzt ja plötzlich, wo wir dorthin gehen wollen, hier den Außenposten zurückholen wollen? Okay, dort hinten sind sie. Kommt schon, ich hab was vor, Leute. So. Sehr schön. So, was macht der denn hier? Alter, habt ihr das gesehen, wie der rumgewackelt hat? Und wir sollten wieder etwas defensiv werden. Oh. Aua. Hey Leute. Aua, was ist das hier gerade? Tausende Leute schießen hier auf uns. Boah. Shit. So. Jetzt hauen sie wieder ab. Ha, da rennst du. So, ha, hallo. Kleiner Angsthase hier. So. Sehr schön, dann haben wir doch auch weg. Ja, und dann machen wir jetzt mal dorthin. Aber diesmal wirklich. Oder dass sie jetzt nochmal einen Außenposten bitte angreifen. Meine Güte. Ja, mit der Tüte. So, wir machen das jetzt hier mit den Außenposten zweimal. So, was ist? Dann gehen wir und dann, ja, wir greifen dann an. Boah. Ist das ein Zufall? Ich glaube nicht. So. Wow. Alter, die alte Klappermühle hier. So. Kommt schon, hier hoch. Schaffen wir noch. Aber schon, einer geht noch. Einer geht noch rein. So. Sehr schön. Hä? Ist das unter mir? Oder was zur Hölle? Ja, ich glaube, hier unten geht's in der Höhle. Ja. Da habe ich recht. Da habe ich recht. Okay, er ist zu.
So, öffnen wir mal die Kisten. So, und die Mühle drehen. Die Mühle drehen. So. So, okay, aber Leute, dann würde ich sagen, hier an dieser Stelle beenden wir wieder die Folge. In der nächsten Folge geht weiter. Schreibt mir auf jeden Fall gerne einen Kommentar. Teilt auch sehr gerne das Video. Bewertet auch gerne das Video. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, haut rein und... Wartet, erst noch den da töten. Und... Ciao!